Hallo Freunde des Waldes, hier ist Bushcraft Eddy zurück mit einem Review mit einem Produkt von der Marke Lightly. Wie ihr wisst, habe ich schon einige Produkte von dieser Marke und ich war wirklich so gespannt, was die U20 Akkukettensäge alles kann. Das werdet ihr in den nächsten Minuten sehen. Wir sehen uns zurück zum Fazit. Bis dann! Kommen wir mal zu dem Zubehör, was mit der Kettensäge mitgeliefert wird. Zunächst einmal natürlich der 10.000 mAh Akku-Pack. Dieser wird geladen über ein USB-C-Kabel, was natürlich ebenfalls mitgeliefert wird. Schade ist, dass dieses Kabel ohne ein Ladegerät kommt, aber seien wir mal ehrlich, wir haben so viele Ladegeräte zu Hause, das ist jetzt, glaube ich, nicht kriegsentscheidend. Natürlich kommt die Akkukettensäge auch mit einer Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen, sodass du dich ausgiebig darüber informieren kannst, was du sicherheitstechnisch und zum Inbetriebnahme der Kettensäge alles machen musst. Und natürlich kommt auch der Akku-Pack mit einem kleinen Manual, um sich darüber einzulesen, was man beachten muss. Also, das war's schon zu dem Zubehör, was mitgeliefert wird. Jetzt könnte man eigentlich auch schon loslegen, aber nein. Wir müssen die Akkukettensäge noch einmal vorbereiten und noch einmal checken, bevor wir ans Holz gehen. Das machen wir jetzt mal. Kommen wir mal zu der Kettensäge an sich. Sie hat einen geräuscharmen, bürstenlosen Motor, läuft mit 7,5 Meter die Sekunde Schnittgeschwindigkeit und hat ein 150 mm langes Schwert. Sie hat natürlich eine Kettenabdeckung, einen Handschutz und hat einen rutschfesten Gummigriff, weiche Stoßdämpfung und, was ich besonders gut finde, sie hat die Infinity Power Share Funktion. Das bedeutet, du kannst den Akku, der mitgeliefert wird, in jedem anderen Gerät verwenden von Lightly. Die Akkukettensäge hat einen Kettenschutz. Das Schwert hat eine Einzeichnung für die Drehrichtung, genauso wie die Kette. Das heißt, wenn du die Kette aufsetzt, kannst du hier nichts verkehrt machen. Das Schwert hat eingezeichnet die Länge vom Schwert. Hier fügst du das Öl dazu. Das ist der Öltank. Hier wird auch automatisch dann zu sehen sein, wie das Maximum ist, wie hoch der Füllstand ist. Hier ist die Verriegelungstaste, die du drücken musst, um überhaupt nachher die Kettensäge einschalten zu können. In diesem Bereich feuerst du den Akku ein. Den Akkustand kannst du mit der Betätigung dieser Taste jederzeit sehen. Jetzt nehme ich nochmal den Akku raus, indem ich diese Entriegelungstaste drücke und schwupp ist der Akku aus dem Gerät herausgefallen. Um jetzt aber die Kettensäge in Betrieb zu nehmen, musst du nochmal Öl einfüllen. Das machst du ganz einfach, indem du dir hochwertiges Kettenöl besorgst. Dann füllst du hier ein wenig Öl rein. So viel wie du brauchst für deinen Schnitt. Wieder zudrehen. Und dann könnte man theoretisch schon wieder anfangen, aber es ist so, dass man vorher natürlich noch mal checken muss, ist die Kette gut gespannt. So, nachdem wir das Öl eingefüllt haben, zeige ich euch auch noch mal den Bereich um die Kette herum. Hier kann man einen Spanner öffnen, diese Drehschraube so weit aufdrehen, bis die Abdeckung für den Schwert- und Kettenbereich geöffnet ist. Hier sieht man dann, ist die Kette gut aufgelegt, ist alles auch richtig verarbeitet und möchte man es wieder schließen, einfach wieder zudrehen bis zum Anschlag und einrasten lassen. Fertig haben wir unsere Kettensäge. Also mal auf in the field, mal schauen, was sie kann.
Willkommen zurück zum Fazit. Ich habe euch gerade die U20-Kettensäge von Lightly in der Theorie und in der Praxis vorgestellt. Sie macht eine tolle Performance am Holz und ich muss ehrlich sagen, ich bin totaler Fan von der Produktserie von Lightly. Es ist einfach ein Spaß, damit zu arbeiten. Ich finde die Infinity Share Akkusache total cool. Du kannst also den Akku in jedem weiteren Produkt von Lightly anwenden. Mega Sache. Genauso wie die Farbwahl. Ich finde sie total sexy, spricht mich absolut an. Die Wertigkeit des Produktes fühlst du in der Hand und der bürstenlose Motor hat Power ohne Ende. Na klar, wenn du stundenlang arbeiten willst, brauchst du genügend Akkus, um dann auch wirklich weitermachen zu können. Aber ich sag mal so, fängst du einmal mit Lightly an, hörst du nicht wieder auf. Das ist einfach super cool. Ich kann euch dieses Produkt empfehlen. Ich werde es einbauen in meinen Outdoor-Aktivitäten, egal ob im Garten oder im Wald. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Review geholfen, euch einen Eindruck zu verschaffen von diesem Produkt. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bis bald im Wald, eure Ellie.